So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Train Crusade. Ich habe jetzt gestern noch das Grimoire of the Risen gekauft. Das gab's für 50 Mio. Viermal gesockelt, kurz erweckt. Nichts Besonderes, ich dachte, ich nehme das jetzt nicht extra auf. Genau, Schmuck noch ein bisschen geupgradet, weil es nicht ganz gereicht hat mit dem Gearscore. Ich bekomme ihn jetzt eben auf 4,7. Und damit ausreichend für Cursed Aminus. Denn wir brauchen halt für die nächsten Dungeons einfach, für die nächsten Dungeons einfach die anderen, die andere Waffe. Denn geht halt nicht anders. So, und weiter geht's damit mit der nächsten Runde auf Train Crusade. Es ist so viel passiert, es ist wirklich richtig viel passiert. Letzte Folge habe ich komplett in den Mülleimer geworfen. Ich bin einmal mit der falschen Schwierigkeit in Aminus rein, alles umsonst. Dann bin ich nochmal rein, zweimal gecrashed. Dann ist Instanz hat sich geschlossen. Alles umsonst. Dritter Run. Hat dann funktioniert. Nichts gedroppt. Ich hatte noch diesen Bonus-Buff vom GW. Dann ist das Server gecrashed. Dann, während ich offline war, ist dieser Buff weitergelaufen. Ist es komplett abgelaufen. Es ist anstrengend. Ich habe jetzt von Face für 5 Perin, was ein super Preis ist, hier eine Ancient Wand bekommen. Ich habe also jetzt mir vorangeboten, bevor ich die Runs gemacht habe. Und ich habe gesagt, ich will es erstmal heute selbst versuchen. Nach diesem Tag, nach diesen ganzen Problemen und Crashes und Scheiße und Kacke und so, habe ich jetzt mir gedacht, ja, ich nehme das, ich kaufe es jetzt einfach. Ich will halt alles immer selbst droppen, auch halt fürs Let's Play oder eigentlich nur fürs Let's Play. Es laufen die Beats ab, ja, das ist super. Das ist toll. Aber also an so einem Tag, ganz im Ernst. Ich meine, vielleicht hätte ich halt sogar, ich hatte 5 Runs, ja. Und in diesen 5 Runs hätte ich halt locker, also eine gute Chance zumindest gehabt, eben auch noch mit diesem anderen Buff dann, mein Stuff zu droppen. Aber wenn es halt wirklich so beschissen läuft, ja, sorry, aber dann, wenn ich halt meine Chance nicht nutzen kann, dann bringt die beste Chance nichts. Echt super, 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 super nervig. Genau, ich habe noch vorher diese Ultra-Pet-Boxen aufgemacht. Ich muss schauen, dass es noch irgendwie das Video mit reinschneidet. Es wird ein riesiges Geschnippel und Arbeit und so. Gerade das brauche ich wieder, wofür ich gar keine Zeit habe. Ja, aber solche Tage gibt es einfach. Kannst nichts machen. Bringt auch aufregend nichts. Eigentlich effektiv. Ja. Okay. Wir könnten theoretisch zumindest schon mal. Warte, Mitsumi ist online? Habe ich den vorhin nicht gekickt? Oder habe ich nicht irgendwie Fuck, ich habe jetzt keinen falschen gekickt vorhin. Ne, Maria und den anderen habe ich gekickt. Maria will noch kicken, dann eventuell als nächstes, wenn ich Platz brauche, und der andere ist dann als nächstes dran. Okay. Was ein Tag. Wirklich, was ein Tag. Aber es gibt immer wieder solche Tage. Ich weiß nicht warum, aber an manchen Tagen läuft es einfach komplett rückwärts. Ich habe übrigens den ersten Treuebuff. Ach, Dringmaster ist nicht online, verdammt. Ja, GW. Hat auch nicht funktioniert. Oh, es ist so nervig. Und vor allem ist es für die Gilde so schlecht. Wir bräuchten halt diese Buffs so dringend. Aber es ging halt nicht, weil ich eine Zeit nicht anmelden konnte. Diese Kackfliege ist noch immer mit so einem. Oh, ich hasse Fliegen. Warum existieren diese Viecher? Und die schwirren immer um den Kopf rum. Boah. Diese blöden Mistviecher. Kriegst du aber auch nicht aus dem Zimmer raus oder so. Warum fehlt mir das Schaden eigentlich? Aus irgendeinem Grund fehlt mir Schaden. Ey, diese Fliegen, ich hasse sie, es ist unfassbar.
Und wenn er vor allem um die Ohren immer rumsausen, diese komischen Fleischfliegen und diese kleineren Fleischfliegen irgendwie. Boah. Das Ding ist, du kriegst ja auch nicht raus irgendwie. Ich habe sogar schon so ein Ding aufgehängt. Eigentlich für die Obstfliegen. So diesen komischen Streifen, der von da gehängt. Aber der ist scheinbar schon zu alt oder so. Keine Ahnung. So, kann ich irgendwas zum Einlocken? Ah, dieser Fliege, Mann. So, wir haben noch, genau, einen Treuebuff, wo ich gerade gesagt habe. Wo ist er? Da ist er. 2% Attack, 2% Death. Ja, hock einfach auf meinem Bildschirm, ist okay, den brauche ich gerade eh nicht. Also, ja, ich will nicht gerade zocken, also das ist voll okay. Ja, ist okay. Das bist du beim Inventar, das brauche ich auch nicht. Alles super. Ey, heute ist ein Tag. Heute ist wirklich so ein Tag. Holy shit, ich bin tilted bis ins. Boah. Was habe ich denn hier gerade? Irgendwas ging hier aus. Das war mein HP-Beat. Warum mache ich keinen Damage mehr? Wo ist mein Damage? Können die mal schon ein bisschen erwecken? Ich hoffe jetzt einfach, dass zumindest der Rest jetzt einigermaßen problemfrei funktioniert. Weil ich bin gerade echt mit Motivation wirklich über den Berg. 22 End Instant, okay, das ist super, perfekt. Erster Try, 22 End, super, perfekt, 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 perfekt. So. So. Wir haben immer noch 31 HP irgendwie. Obwohl das HP-Beat fehlt. Ist gar nicht so schlecht. Ey, Fliegen, Mann. Nee, das gibt's echt nicht. Ich brauch Gas oder so. Ich muss das Ding auf gute altdeutsche Weise irgendwie loskriegen. So, also wenn wir jetzt einen One droppen, dann. Ja, keine Ahnung. Das wäre halt jetzt echt mies. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Soll ich es zurückgeben? Also ich habe dafür gezahlt, aber halt nur 5 Perien. Oder halt einfach das andere Ding verkaufen. So. Okay, ab zum Mitboss. Wie es mich aufregt, dass ich halt einfach jetzt nicht diesen anderen Buff nutzen kann. Und dass wir nicht im Gewebe mit dabei sind. Das ist halt in jeder Hinsicht einfach gerade saublöd. Aber ich bin halt machtlos. Ich meine, ich kann da nichts machen, effektiv. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, irgendwie Dani anzuschreiben oder sowas. Macht es auch blöd, irgendwie zu fragen, jetzt, ob ich mich eintragen kann, aber dann muss wahrscheinlich wieder alle Dinge klären und das ist auch blöd und. Ja. Ach, ist das blöd. Hätte ich das gewusst, dass der Server crasht? Das weiß ich natürlich nie. Dann hätte ich uns gestern angemeldet. Aber ich kann ja nicht ahnen, dass es irgendwie 3 Minuten vor Start halt irgendwie das Server crasht. Also. Ja, nicht 3 Minuten vor Start, aber halt so direkt vor Start ist es, also das Server ging halt erst wieder online, kurz bevor der GW halt losging, also wirklich Minuten vorher, und ich war gerade im Staubsaugen und gedacht habe so, ja, okay, dauert wieder ein paar Stunden, bis er wieder online ist und so. Dann ging es halt sogar ein bisschen schneller. Ja. Kannst du vergessen. Manche Tage kannst du einfach abschreiben.
Und das ist leider einer davon. Kann man einen Server nicht mehr starten für ein paar Freunde. Eine Vakuum-Card 7%. Nice, die braucht man. Lightning-Card 7% Pieces, super. Was kann man die gerade jetzt gedroppt haben oder vorher irgendwann? Warum stacken die Lakotten eigentlich nicht? Hä? Wo sind andere Lakotten? MP-Carbonara, weg damit. 77 Millionen HP, okay. Was krass ist eigentlich, was das denn wirklich an Ding bringt, an Gearscore. Das Ding müssen wir halt eigentlich noch upen dann. Die Rolls sind auch super, merke ich gerade. Holy shit. 33 in 24 Cast Time. 17% Attack. Die Rolls sind echt super. Naja, DPS? Oh, DPS ist mies. Irgendwas fehlt, was fehlt? Also, lass mal kurz durchschauen hier. Flavor Fun ist an. Love Chocolate ist an. Vita. Coffee. Flavor Fun, ja. Power Scroll an. MP an. Upcut an. Acti an. Power Scroll immer noch an. Das brauchen wir nicht. Ja, mal an. Das Ding fehlt. Das Ding war aus. Okay, das hat einiges ausgemacht. Ja, das war eines der Gründe zumindest. Was bringt das kleine Mal? 5% Attack. Na, okay. Keine Zeit zu verschwenden. Ich überlege gerade, eigentlich braucht man nur schon ein paar Sockel reinmachen, dann können wir die überhaupt benutzen. Wir können die jetzt schon benutzen, oder? Lass mal kurz was testen. Oh lol, so viel weniger Damage. Nur wegen dem Weapon Level. Wo ist der andere Wand hin? Okay, krass, das Weapon Level macht weit mehr aus, als ich gedacht habe. 29% Schaden. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir es am besten hochkriegen dann. Gar nicht so einfach allerdings. Naja, müssen einfach irgendwo bei Level-Mobs eben dann hingehen und dann mit Mobs killen oder so. Oder halt, ja, Weiß ich nicht genau. Müssen wir mal schauen. Wie viele Runs habe ich jetzt noch übrig? Einen habe ich dann noch, okay. Okay. So, drop jetzt wenigstens irgendwas. Ich bin so tilted, gib mir jetzt einfach irgendwas. Von mir so ein Stick oder so, ganz egal. Ja, drop einfach wieder gar nichts. Okay, 7% und A-Karten ist halt nice, aber... Ne. Effektiv nicht wert, den ganzen Aufwand. Kurz da rein. Irgendwas zum Verkaufen? Eigentlich nicht wirklich, oder? Ja. Dann gehen wir nochmal Richtung Cursed Aminus. Ich hasse es. Wo ist die Kacke? Da ist die Kette. Okay. So, einmal alles mitnehmen. Und dann mal schnell irgendwie killen die Viecher. Haben wir noch irgendwas, was uns hier was bringt? Nicht wirklich, oder? So, okay. Meine Nase macht gerade auch ihr eigenes Ding.
Ist irgendwie klar. Läuft ein Level 1er Key, okay. Ah, Guild Siege has ended. Ohne uns. Richtig nice. Sagen, es ist der Boss. Das muss ich zu klein dafür. Genau, also müssen halt irgendwie schauen, dass wir die Wunde uppen. Ich überlege gerade, ob ich das offscreen mache oder onscreen. Ich weiß aber auch gar nicht genau, wie wir es am besten machen. Oder wir farmen halt dann, naja, wobei, wir brauchen ja erst Weapon Level, damit wir dann Sets farmen können. Das ist deswegen auch so blöd. Schaden. Richtig was an Schaden. Holy shit. Jetzt bin ich falsch abgebogen. Ah, fuck my life. Oh. Nice. Okay, das ist nice. Immer ein bisschen was. So. 80. Oh, 52k Damage. Holy shit. Das ist gar nicht so schlecht. Haben wir irgendwas anderes an? 10 Allstats, 15% AP, 15% Cast Time. Ach, genau, 15% PvE Damage. Ja, das ist ziemlich extrem. Das war das Ding, ja. Die komischen Vio-Ringe plus 4 immer, ist ganz komisch. Das ist super random irgendwie. Boah, ich überlege gerade, macht das Sinn? Nein, macht es keinen Sinn. Ich habe überlegt, wenn man die Ancient Wand auf plus 6 uppen. Aber das macht wahrscheinlich halt echt wenig Sinn. Das macht eigentlich sogar 0 Sinn. Oder so. Glorious Tank. Haben wir das gerade nicht schon gehabt? Ah, stimmt, da fehlt was. 76k AOE Damage. Gar nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Aber ja, also so der Schaden, so ist es ganz okay. Aber wir brauchen jetzt wirklich um einiges mehr Schaden. Irgendwie mehr so Richtung... Boah. Was für ein guter Schaden. 300k oder so? 300k mit der Ancient Wand. Ungefähr. Und es hat wirklich realistisch eigentlich. Ich denke schon, dass es realistisch ist. Wow, nice. Nice. Naja, vielleicht haben wir zumindest jetzt eine Chance auf einen Drop. So, momentan ist die ganze Farmerei wirklich komplett... Komplett useless einfach. Entweder droppt man nix, oder durch irgendwelche anderen Problematiken klappt es dann halt wieder irgendwie nicht. Weil wir crashen oder weil, keine Ahnung,
Ding falsch einstellen oder sonst irgendwas. Ist da noch was? Na, no, okay. Oh, ist ein bisschen mein Schaden. Holy. Uhuhu. 1% Life ist wirklich nix. Wirklich gar nix. Das Einzige, was schief ging. Das Einzige, was schief gehen könnte, ist, wenn die jetzt einfach irgendwie uns aus der Party rauskicken oder so. Aber dann, glaube ich, gehe ich offline für immer oder so. Ja, das wäre... Da wäre es komplett vorbei. Dann wäre es wirklich komplett vorbei. Haben fast zwei Monster gekillt, lol. 7,5 Minuten bisher. So, nice. Ja, Mist. Jetzt gibt es irgendwelche Sachen, ne? Na egal, scheiß drauf. Wir sortieren schon mal den Rest nicht mehr ein. Wieder die Lakotten einzeln? Hä? The fuck? Hä, warum stacken die Lakotten nicht? Wo sind die gerade hin? Lakotten. Da sind Lakotten. The fuck? Ist echt eigenartig. Gibt vor allem wenig Sinn. Was können wir noch einsortieren? Wir haben Scrub Sprint, wieder einzeln. Faster Pet. Nö. Nee. War es das schon? Haben wir sonst nichts zum Einlagern? Noch so viele Power-Ups bestimmt, oder? Hä, schon echt so aus, als wär's schon, gewesen. Okay. Ach, ich bin Kackmops, nicht, dass die uns noch killen oder so. Es ist alles möglich immer, also. Ah ja, genau, wir haben noch die anderen Dinge da. Was auf der Dead Mouse? Dragon-Ding hier weg damit. Hier ein bisschen aussortieren. 269, okay, die behalten wir erstmal noch. Also die müssen wir exchangen. Ja genau, den Rest können wir dann später irgendwann machen. Ja, die ganzen Pets, keine Ahnung, kann man nicht weghauen. Oder verkaufen oder verschenken oder so, keine Ahnung. Irgendwie so. So, gleich ist das Ding down. Very, very soon. Okay. Also eigentlich ganz egal, was wir jetzt droppen. Es ist... Ich soll mal sagen. Jeder Traube eigentlich hilft schon, wenn wir es irgendwie verkaufen können. Das ist halt, das ist wirklich das Einzige, was aktuell wirklich zählt. Alles andere ist halt vollkommen egal. So, komm. 5 Millionen HP.
Und wieder nichts gedroppt. Wow. Die Menge an Zeitverschwendung einfach gerade. Das ist unfassbar. Erstmal 2 Stunden verschwendet für 5 Tramlook-Runs. Für 5 Instant-Runs. Was absolut lächerlich ist. Und das nächste ist dann. Ja. Dann droppen halt nicht mehr irgendwas davon. Ich hab irgendwie Sunstones gesehen. Wie teuer waren die Sun? Wer verkauft Sunstones und warum? Moonstones und auch verkauft? 54k? Könnte man das eigentlich echt verkaufen, echt kaufen? Man hat immer zu weniger normalerweise. Das hat echt viel Geld, was die dafür wollen. Das sind halt 1,5 Pairing. Sollen die kaufen? Komm. Keine Ahnung, ob die brauchen oder nicht, aber vielleicht brauchen die Schwerter irgendwann. Haben wir 1800, das passt. Okay. Das, warte kurz. Weiter geht's zum nächsten, zum Boss. 150er Set. Was ist das? Ruby? Lusaka Ruby Set? Hä? The fuck? Psykeeper. Psykeeper Hero ist das, oder? The fuck? Was ist das für ein Stuff? Hä? Ach, Hero da. Okay, das ist das Set. What the fuck? 5 und 3? What? Warum gehen wir von 10% Attack auf 35% PvE Damage und 20% Attack? Was ist das für ein riesiger Jump? Das macht ja gar keinen Sinn. Hä, lol, okay, lol. Das ist einfach dann mega gut. Das ist einfach viel zu gut irgendwie. Also, es ist nicht viel zu gut, aber das ist eigentlich viel zu schlecht. Lol, also der Jump ist ja gigantisch. What the fuck? Was haben wir dann sonst noch bei bei Mentalist? Genau, das ist das HP-Set, okay. 150er Mentalist-Set. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht. Nicht zu Farbe zumindest. Asylum Mentalist-Set? What the fuck? Tenshi? Gibt's das Set wirklich für Spieler zum Erspielen? Da ist das andere Set, glaube ich, was man spielen kann. Genau. Okay, dann schauen wir noch ganz kurz, vielleicht einfach mit dem Teleporter nach. So, da haben wir. Was haben wir da alles? Black Castle. Nein. Wo war das? AOE-Set brauchen wir nicht. Crimson schaut da die Wand aus. Oh, okay. Icewing Wand. Oh, okay. Und das nächste Set, das nächste. Nee, hä? Ach, sie haben es erhöht, genau, stimmt. AOE-Set. 101. Seraph, Mentalist, Crackshooter, Force Master. Mentalist. 45%. Wow, okay. Ja, schon krass dann. Das sehen wir es gerade aktuell nicht. Müssen wir extra raussuchen. Okay, also. Die Sets, die wir kriegen, die machen einen riesigen Unterschied scheinbar. Allein schon so eine 25er Set ist wirklich ein Riesenunterschied. Heilen, vielleicht oder so. Na okay, dann eben nicht. Was haben wir momentan? 9 Millionen noch? 8,5? 8,0? 7,5? 7? Geht doch schon gut runter irgendwie. Aber noch nicht gut genug leider. Ich würde eigentlich bis um 13 Uhr jetzt alle Dungeons farmen. Aber es klappt halt einfach nicht. Jetzt haben wir jetzt schon 13 Uhr gerade einen Dungeon gemacht. Und zwar verkackt. Und nichts gedroppt, man. Geil, das macht Spaß. 3 Runs für 0 Drops. Boah, ist das ein Abfuck. Okay, ich fahre den Rest offscreen. Ich muss irgendwie vorankommen und es ist gerade einfach schon zu spät und ich habe keine Zeit. Das ist gerade einfach das große Problem.